Willkommen zurück zu Assembly Line Tutorial. Wir haben wieder drei weitere Maschinen und die werden immer und immer größer. Ihr seht, die verbrauchen jetzt schon eine ganze Menge Platz und irgendwann werde ich vielleicht nur noch zwei Maschinen pro Video vorstellen können. Heute haben wir die Waschmaschine, Solarzellen und Kopfhörer. Ihr seht, da oben sind noch Batterien. Die lasse ich für heute aus, die kommen dann nächste Woche dran, weil die dann zusammen mit dem Prozessor und wahrscheinlich mit dem Power Supply eine Dreiergruppe bilden werden. Ich werde dann auch den Bohrer erstmal auslassen, weil Power Supply, Prozessor und Batterien eben sehr wichtig sind, zum Beispiel eben für Computer oder für später dann den AI-Roboter. Und ja, deshalb diesmal keine Batterie, dafür beim nächsten Mal. Und wie schon gesagt, eine Waschmaschine, Solarzellen und Kopfhörer. Und wir fangen einfach an mit der Waschmaschine. Ihr seht, da hat sich einiges an der Größe verändert. Die verbesserte Version ist 3 Felder kleiner als die normale Version. Es liegt aber vor allem daran, dass hier weiter unten so einzelne Starter gebraucht werden, wie Kupfer. Das kann man dann natürlich einfach hier mit zweifachen Startern einsparen und insgesamt ist es auch kleiner geworden. Also, fangen wir an. Also, da haben wir die Waschmaschine. Und zwar braucht man für die Waschmaschine einen Motor, 2 Aluminium und 2 Kupfer. Erstmal der Motor natürlich. Das ist hier oben ein ganz gewöhnlicher Motor, also eine gewöhnliche Motorfabrik. Der braucht einen goldenes Zahnrad, 2 eiserne Zahnräder und da haben wir eben 2 Starter mit Eisen, 1 Starter mit Gold, die gehen in einen Cutter rein, dann wird das zu einem Zahnrad und dann hier unten kommt eben der Motor rein und dann wird noch 2x Aluminium hinzugegeben, 2x Kupfer und dann können Waschmaschinen hergestellt werden. Wir starten einfach mit den Startern, ja. Also wir brauchen hier 3 Stück in so einer Dreiecksform und hier unten nochmal 2 übereinander. Dann brauchen wir eine Menge Cutter und zwar 3 Stück, genauso. Und dann brauchen wir auf jeden Fall 2 Crafter, oben und unten. Und zu guter Letzt noch einen Roller, den packen wir in die Mitte. Dann drehen wir die Sachen und zwar genau so. Das ist... ja, das ist richtig. In den oberen Crafter machen wir natürlich den Motor rein. Und dann brauchen wir 2x Eisen. Also die oberen Starter 2x Eisen und 1x Gold. Ist im Grunde egal, wie ihr es macht. Der ganz oben in der Mitte, der hat Eisen bei mir. Rechts ist nochmal Eisen und links ist Gold. Danach, nach dem oberen Crafter, kommt natürlich der untere Crafter. Und da werden wir hier die Waschmaschine auswählen. Und ich mache hier auf der linken Seite 2x Kupfer rein. Und auf der rechten Seite 2x Aluminium. Dann starten wir das Ganze mal. Da kommt der Motor. Und da kommen die Waschmaschinen raus. Das klappt also. Und jetzt gehen wir rüber zur verbesserten Version. Die, wie schon angesprochen, wesentlich kleiner ist. Und wir haben einmal hier den verbesserten Motorbauer-Dingsbums, die verbesserte Motorfabrik. Und hier haben wir natürlich zweifacher Starter von Kupfer und Aluminium. Also wir brauchen wieder die Starter. Und zwar einmal hier, hier, hier und hier. Das ist so wie in einem 3x3-Feld, nur dass der rechts oben so versetzt ist. Dann brauchen wir wieder 2 Crafter, unten und in die Mitte. Drumherum um den oberen Crafter kommt ein Cutter und dann brauchen wir noch einen Red Splitter, der kommt dorthin. Dann drehen wir die ganzen Sachen und zwar immer in Richtung Crafter. So sieht das dann aus. In den, ja, machen wir erstmal den unteren Crafter. Der untere Crafter natürlich die Waschmaschine. Dann haben wir links 2 Kupfer, rechts 2 Aluminium.
Dann gehen wir zum oberen Crafter und da wählen wir den Motor aus. Der linke obere Crafter hat Gold, der rechte obere Crafter hat Eisen und zwar 2 Stück und der Splitter wird auf 1:1 aufgeteilt. Dann starten wir auch das Ganze. Da ist der erste Motor und da sind die Waschmaschinen. Es hat also auf jeden Fall geklappt und jetzt gehen wir weiter zu den Solarzellen. So, als nächstes haben wir die Solarzellen und von der verbesserten Version her kann man sagen, dass es ein Feld weniger braucht. Und ihr seht, da sind einfach 6 Starter. Hier sind einfach nur noch 3, also ihr spart da eine ganze Menge an Startern. Wenn ihr Solarzellen herstellen wollt, dann auf jeden Fall die verbesserte Version. Und zwar haben wir hier die Solarzellen, besteht aus einem Circuit, einem Gold und einem Diamant. Und Circuit ist natürlich ein Gold und 2 Kupferdrähte. Die werden dann hier oben hergestellt mit einer gewöhnlichen Circuit-Fabrik. Wir starten das Ganze wieder mit den Startern. Okay, ich glaube, ich lasse das jetzt mal mit dem Starten. Jedenfalls brauchen wir 3 Starter. Und hier 1, 2 und noch da ein. Dann sieht das so aus. Dann brauchen wir 2 Wire Drawer hier und hier. Wir brauchen auf jeden Fall einen Roller in die Mitte. Und noch 2 Crafter oben und unten. Dann drehen wir das Ganze noch. Und zwar genau so. Dann der obere Crafter, da kommt Circuit rein. In den mittleren oberen Starter kommt Gold rein. Und links und rechts eben Kupfer. Dann der untere Crafter, da suchen wir uns die Solarzellen. Da sind sie. Da brauchen wir eben 2 Gold. Einmal links 2 Gold. Und dann brauchen wir eben noch einen Diamanten. Und dann starten wir das Ganze. Da kommt das erste Circuit und da kommen die Solarzellen raus. Das hat geklappt und jetzt gehen wir zur verbesserten Version. Wie schon angesprochen, das braucht einfach nur die Hälfte an den Startern. Dann gehen wir wieder zu den Startern. Wir brauchen einen hier, hier und hier. Könnt euch vorstellen, so wie hier, den unteren rechten weg und da eins nach oben setzen. Dann habt ihr es auf jeden Fall richtig. Dann brauchen wir 2 Crafter, und zwar hier in die Mitte. Auf jeden Fall noch einen Roller. Und wo sind sie? Da, 2 Wire Drawer. Und dann gehen wir runter, und zwar brauchen wir einen Left Splitter auf der linken Seite, einen Right Splitter auf der rechten Seite. Dann drehen wir das Ganze. So ist es richtig. Und dann gehen wir erstmal zum unteren Starter. Da brauchen wir, wie schon gesagt, ein Circuit, 2 Gold und ein Diamant. Den rechten unteren Starter setzen wir auf Diamant. Den linken oberen Starter setzen wir auf Gold, und zwar 3 Stück. Dann gehen wir auf den den Splitter darunter, den Left Splitter. Und da machen wir 2 geradeaus und einen nach links. Dann gelangt eben einer hier in den Crafter und 2 hier in den Crafter. Dann wird das richtig aufgeteilt. Dann der obere Starter, der obere Crafter, da kommt ein Circuit rein. Und nochmal den rechten oberen Starter, 2 Kupfer und den Splitter, den Right Splitter auf 1:1 setzen. Und dann lassen wir es mal laufen. Da kommt ein Circuit und da kommen auch schon die Solarzellen. Es hat wunderbar geklappt. Und jetzt gehen wir weiter zu den Kopfhörern. Kommen wir jetzt zu den Kopfhörern und ihr seht, da hat sich auch einiges verändert. Das ist ein Feld kleiner geworden, hat dafür aber den Nachteil, dass es hier ein zusätzliches Feld raussteht. Ja, ich kann es nicht wirklich anders machen, aber so sieht es jetzt aus. Und es braucht, also die verbesserte Version braucht 3 Starter, die normale Version braucht 5 Starter. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall noch 2 Starter einsparen, was ziemlich gut ist. Die Kopfhörer an sich brauchen ein Circuit, ein Gold Wire und ein Diamond Wire. Und das stellen wir hier links und rechts her. Und darüber wieder eine normale Circuit-Fabrik. Wir holen uns wieder die Starter, 3 Stück.
und dann hier nochmal 2. Dann brauchen wir auf jeden Fall Wire Drawer und zwar so angeordnet. Dann 2 Crafter und in die Mitte noch einen Roller. Dann drehen wir das Ganze und zwar drehen wir nur die Wire Drawer und zwar in die Mitte. Dann gehen wir zum oberen Crafter, machen da Circuit. Der obere linke Starter kriegt Kupfer, der obere rechte Starter kriegt Kupfer, der obere mittlere Starter kriegt Gold. Dann haben wir das auf jeden Fall. Dann gehen wir zum unteren Crafter und suchen uns die Kopfhörer. Da sind sie, sind recht weit unten. Und dann brauchen wir einfach nur noch ein Gold und ein Diamant. Dann lassen wir das Ganze mal laufen. Da kommt Circuit und da kommen die Kopfhörer. Es hat auf jeden Fall geklappt. Jetzt gehen wir zur verbesserten Version, die, naja, nicht unbedingt hübsch ist. Aber was kann man machen? Wir brauchen hier und hier und hier Starter. Also hier ist eine... ich habe gar keinen Starter mehr übrig. Ah, das hat dann perfekt gepasst. Naja, gut. Also wir brauchen 3 Starter. Und ja, wir haben keinen Starter mehr. Egal, brauchen wir ihn nicht mehr. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Wire Drawer. Und zwar hier und hier und hier und hier. Ah, nee, nicht da. Sondern, ich habe einen Starter falsch gesetzt, perfekt. Dann machen wir nochmal alle weg. Dann zeige ich es euch nochmal. Wir brauchen hier einen Starter, wir brauchen hier einen Starter und hier. Die sind einfach weit auseinander. Fertig. Dann Wire Drawer. Wir brauchen hier 2. Und hier einen und hier einen. Also insgesamt 4 Stück. Dann so, 2 Crafter, ein Left Splitter und ein Right Splitter. Dann drehen wir das und dann in den unteren Starter machen wir Kopfhörer rein. In den oberen Starter machen wir den Circuit rein. Hier unten brauchen wir einen Diamant, unten rechts. Um links machen wir Kupfer, Gold rein, 2 Stück, setzen den Splitter auf 1:1 und oben rechts den Starter auf Kupfer und wieder 1:1. Dann lassen wir es mal laufen und da kommen wieder die Kopfhörer raus. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.